Willkommen beim ADAC Fahrbericht. Wir fahren heute den BMW X7. Den X7 gibt es tatsächlich schon seit 2018 und das ist ein klarer Wettbewerber zu Fahrzeugen wie zum Beispiel dem Range Rover oder dem Mercedes GLS. Während unserer Probefahrt möchte ich heute herausfinden, ob ich mit diesem über 5 Meter langen SUV bei uns in der Stadt und auf den Straßen überhaupt noch klarkomme oder ob das eher ein Auto für die USA und China ist. Außerdem reden wir natürlich während der Fahrt über den Antriebsstrang und selbstverständlich auch über allgemeine Dinge wie zum Beispiel die Assistenz- und Sicherheitssysteme, das Infotainment, das Platzangebot, das Kofferraumvolumen, dann natürlich auch über den Preis, die Ausstattung und vieles, vieles mehr. Sollten noch Fragen offen bleiben, die während des Videos nicht beantwortet werden, dann schreibt bitte einfach einen Kommentar. Aber jetzt bleibt dran, denn jetzt geht's ab auf die Straße im großen BMW X7. Unser Testwagen wird angetrieben von einem 3-Liter Sechszylinder und der leistet hier im Auto 280 kW bzw. 381 PS und bietet uns 540 Newtonmeter maximales Drehmoment. Unterstützt wird er, da wir ein Mild-Hybrid fahren, von einem kleinen E-Motor. Der leistet zwar nur bis zu 12 PS extra, aber bietet uns zusätzlich bis zu 200 Newtonmeter extra Drehmoment. Und diese gesamte Kraft, die wird hier übertragen über ein 8-stufiges Automatikgetriebe auf alle vier Räder. Damit haben wir Allrad an Bord. So ausgestattet soll unser doch recht großes und schweres SUV in nur 5,8 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde sprinten und die Höchstgeschwindigkeit wird von BMW angegeben mit 250 Kilometern pro Stunde. Trotz dieser Werte wird der Verbrauch, zumindest laut Datenblatt angegeben, mit 9,6 bis 10,6 Liter super auf 100 gefahrene Kilometer nach WLTP. Die Basisausstattung des X7, die ist wirklich sehr umfangreich. Wir haben hier zum Beispiel immer mit an Bord eine 4-Zonen-Klimaautomatik, das Multifunktionslenkrad. Dann gibt es hier dieses große Curved Widescreen-Display mit dem volldigitalen Cockpit und dem großen Touchscreen fürs Infotainment. Dann habe ich hier immer elektrisch verstellbare Sitze mit Memory-Funktion und Sitzheizung vorne mit an Bord. Ich habe hier zum Beispiel Apple CarPlay mit an Bord, Android Auto, induktives Laden für die Mobilgeräte, digitales Autoradio und vieles, vieles mehr. Natürlich auch den Allradantrieb, die Automatik ist mit dabei und so weiter und so fort. Also wirklich sehr, sehr umfangreich. Darüber hinaus gibt es aber trotzdem noch Dinge, die ich dazu bestellen kann. Das sind zum Teil Pakete, wie zum Beispiel das Komfortpaket oder das Offroad-Paket. Ich kann aber auch eine höherwertige Audioanlage, zum Beispiel von Harman Kardon, bestellen. Es gibt auf Wunsch die Möglichkeit, eine Sechssitzigkeit zu bestellen. Das heißt, ich habe hier eben keine Sitzbank in der zweiten Sitzreihe, sondern zwei Einzelsitze. Ich kann die Massagefunktion für die vorderen Sitze bekommen, inklusive einer aktiven Sitzbank. Belüftung und vieles, vieles mehr. Und so kann ich mir eben diesen X7 genauso ausstatten, wie ich mir das für meinen X7 wünsche. Jetzt schauen wir uns mal das Design unseres X7 an. Wenn wir von vorne aufs Auto schauen, der ist 2 Meter breit ohne Außenspiegel. Mit Außenspiegeln werden daraus sogar 2,22 Meter, also wirklich eine echte Erscheinung. Wir haben an der Front einen ganz ähnlichen Look wie bei dem BMW i7. Wir haben auch hier wieder bei uns den beleuchteten Kühlergrill, also die sogenannte Iconic Glow Niere. Wir haben die optionalen Kristallscheinwerfer mit an Bord. In der Basis habt ihr natürlich schon LED mit dabei und die sind auch wieder typisch für BMW aktuell geteilt. Dann haben wir hier im unteren Bereich einen großen Lufteinlass mit schwarz abgesetzte Elemente und dadurch sehr viel Kraft an der Front. Ich finde allerdings, dem Wagen steht diese neue Form besser als dem i7. Schau mal an die Seite. Wir haben hier in der Basis 20 Zöller an Bord. Bei uns sind 22 Zoll Felgen montiert. Optional gibt es sogar bis zu 23 Zoll. Ich finde allerdings, 22 Zoll reichen vollkommen. Schauen wir uns den Wagen insgesamt an. Wir haben eine Länge von 5,18 Metern. Also deutlich über 5 Meter lang. Wir haben einen Radstand von 3,10 Metern, eine Höhe von 1,84 Meter und eine Bodenfreiheit von rund 22 Zentimetern. Also wirklich richtig, richtig viel Auto. Wenn wir uns die Form anschauen, typisch für ein SUV, eine relativ lange Haube, eine flache Frontscheibe, ein fast gerades Dach, einen relativ kurzen Überhang hier am Heck und damit eben genau die Form, die man sich für ein SUV wünscht. Halt nur ein bisschen eleganter. Schauen wir uns das Heck an. Auch da so eine richtig schöne große Kastenform. Natürlich fallen auch hier die Rückleuchten wieder auf und wir haben im unteren Bereich so einen angedeuteten Unterfahrschutz und damit haben wir insgesamt, wie ich finde, einen sehr schönen SUV-Look mit dem Schick, mit der Eleganz, die man von einem 7er einfach erwarten darf. Die Materialauswahl und auch die Verarbeitung hier im Fahrzeug überzeugen mich persönlich komplett. Ich habe hier, wenn ich mir die Türen anschaue, bespannte Oberflächen, Softtouch mit sehr schön gearbeiteten Ziernähten, habe hier kontrastfarbig eine Armauflage mit den entsprechenden Bedienelementen, findet dann hier in der Seite und auch hier vorne
im Bereich des Armaturenbretts großflächig eine Oberfläche, die nach Carbon aussieht. Darüber dann auch wieder Oberflächen, die vernäht sind und bespannt und Softtouch, alles sehr, sehr ordentlich gemacht. Dann habe ich hier einen hochglänzenden Bereich mit so metallischen Oberflächen, habe dazwischen wieder eine Carbon-Optik mit diesem Ambiente-Licht dazwischen. Und wenn ich dann in die Mittelkonsole schaue, auch hier wieder Carbon, Metall und Schwarz. Und das macht alles insgesamt einen wirklich sehr hochwertigen Eindruck. Dann habe ich dieses große Widescreen-Cockpit, habe dann hier den Lenkradkranz, der ist schön weich in der Mitte, auch wieder Dinge mit feinen Ziernähten, metallische Oberflächen und hier dann die Bedienelemente in Schwarz. Alles sehr, sehr sauber und ordentlich gemacht. Wenn ich mir die Sitze anschaue bei uns mit diesen Kontrasten, mit den Ziernähten, das sieht einfach alles sehr gut aus. Ist einfach gut gemacht. Und von daher macht der Innenraum unseres X7 wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. So richtig viel Auswahl beim Thema Motorisierung bietet der X7 nicht. Das fängt nämlich an mit unserem hier. Da reden wir über einen 3-Liter Sechszylinder Benziner mit maximal 380 PS Leistung. Dazu gibt es dann nochmal einen 3-Liter Sechszylinder als Selbstzünder und dieser Diesel, der bietet dann bis zu 352 PS. Bei beiden Motoren reden wir von Mildhybriden, das heißt, hier gibt es nochmal einen E-Motor, der eine Kleinigkeit oben drauf legt bei Bedarf. Darüber hinaus gibt es noch die M-Version, das ist der sogenannte M60i und da reden wir dann über einen 4,4 Liter Achtzylinder, der spuckt bis zu 530 PS maximal aus. Bei allen Fahrzeugen setzt man auf ein Automatikgetriebe und alle fahren natürlich auch immer mit Allrad vor. Bereits in der Basis bietet der X7 reichlich Assistenz- und Sicherheitssysteme und dazu gehören unter anderem Dinge wie ein Spurhalteassistent, ein Tempomat, natürlich ein Notbremssystem, aber zum Beispiel auch eine Rückfahrkamera, eine Verkehrszeichenerkennung oder ein sogenannter Totwinkelwarner sind mit an Bord, um nur einige zu nennen. Da gibt es noch deutlich mehr. Man kann dennoch weitere Systeme hinzukonfigurieren und da gibt es ein Paket, das man kaufen kann und das ist das Driver Assistant Pro Paket. Das würde ich mir auf jeden Fall holen, denn das bietet all die richtig schönen Dinge. Da sind dann Sachen dabei, wie zum Beispiel ein aktiver Spurhalteassistent mit Navigationsfunktion. Wir haben darüber hinaus dort einen Querverkehrwarner vorne, nicht nur hinten, wie er in der Basis mit an Bord ist. Wir haben dort einen Assistenten für die Rettungsgasse. Es gibt dort zum Beispiel auch einen Spurwechselassistenten und vieles, vieles mehr. Auch ein Tempomat mit Stop-and-Go-Funktion ist mit dabei, eine Spurführung ist damit dabei und alles, was man im Endeffekt mit an Bord haben könnte oder sollte, um so richtig die Reise genießen zu können. Was hier im Auto meiner Meinung nach richtig gut funktioniert, ist das sogenannte Assisted Driving. Das könnt ihr hier über das Lenkrad aktivieren und dann unterstützt euch das Fahrzeug aktiv. Und zwar zum einen durch eine aktive Spurführung, zum anderen durch einen adaptiven Tempomaten und noch weitere Systeme, wie zum Beispiel auch das Erkennen von Kreuzungen, wenn ihr abbiegen wollt und vieles, vieles mehr. Und das macht es wirklich gut. Und das schon auf der Landstraße und auch in der Stadt. Aber am meisten habt ihr davon eigentlich auf der Langstrecke. Denn gerade auf der Autobahn funktioniert das so großartig. Das übernimmt automatisch, wenn es eingestellt ist, die Geschwindigkeiten. Es gibt euch rechtzeitig Informationen, wenn eine Geschwindigkeitsbeschränkung kommt oder aufgehoben wird. Das alles läuft sehr sanft und ruhig. Ihr habt einen Spurwechselassistenten mit an Bord und vieles, vieles mehr, was einfach dafür sorgt, dass die Langstreckenfahrt entspannter und auch noch mal sicherer wird. Und deswegen würde ich mir das auf gar keinen Fall entgehen lassen, wenn ich mir ein X7 bestelle. Das Platzangebot hier vorne im Fahrzeug ist wirklich sehr ordentlich. Kein Wunder, wir fahren ein extrem großes SUV. Ich sitze hier mit meinen 1,95 Meter aufrecht, habe noch Platz über dem Kopf, genug Platz um die Schultern, kann das Lenkrad gut einstellen, habe genug Platz für die Beine und fühle mich wirklich richtig wohl. Der Sitz, der bietet richtig viel Komfort, der bietet mehr als ausreichenden Seitenhalt und unter anderem habe ich diverse Verstellmöglichkeiten. Ich kann so zum Beispiel die Beinauflage verstellen, ich kann die Seitenwangen des Sitzes verstellen, ich kann natürlich die Kopfstütze einstellen und damit ja, eine Position finden, die richtig gut passt, die einfach wirklich auf mich angepasst ist und das finde ich persönlich sehr angenehm. Darüber hinaus gibt es hier noch eine Sitzheizung, was es nicht gibt, leider ist eine Sitzbelüftung und eine Massage, könnte man aber optional dazu bestellen. Jetzt müssen wir uns noch anschauen, wie viel Platz hinter mir ist, wenn ich hier vorne sitze. Und wenn wir das machen, schauen wir auch gleichzeitig mal, wie viel Platz noch in der dritten Sitzreihe ist, denn auch die bietet der X7. Dann schauen wir noch mal, wie viel Platz ich tatsächlich hinter mir habe. Ist dieser X7 hinten so groß, wie man denkt? Tür geht weit auf, schauen wir mal rein. Wie man sehr schön sehen kann, ich habe noch Platz über dem Kopf und zwar reichlich. Ich habe jetzt schon Platz vor den Knien und zwar so 5 cm. Mehr als genug Raum für die Füße, um die wirklich richtig schön bewegen zu können. Aber ich kann meinen Sitz nach hinten stellen. Und wenn ich das mache, dann kriege ich hier vorne richtig viel Platz vor den Knien. Das sind am Ende, mal sagen, fast 20 cm. Also wirklich, wirklich mehr als genug. Ich kann sogar die Lehne noch verstellen
Und selbst wenn ich hier zurückgehe in die Ausgangsposition, das ist wirklich extrem komfortabel. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt hier auch noch eine dritte Sitzreihe. Für so einen großen Menschen wie mich gar nicht so einfach. Aber man sieht, naja, am Kopf ein bisschen eng. Grundsätzlich geht's aber. Hinter dem Sitz, ja, da würde ich auch noch reinpassen. Da ist tatsächlich genug Platz. Ich probiere es mal aus, ganz rotzfrech, dass sie nach hinten klappen. Wenn ich gleich schreie, dann sind meine Knie weg. Noch geht's. Okay. Aber ich sitze. Ich sitze. Und ich bin 1,95 Meter. Das ist die dritte Sitzreihe. Also für eine Kurzstrecke geht auch das. Hätte ich so nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also definitiv das Mehr an Platz. Nicht unbedingt das Mehr am Komfort in der dritten Reihe, in der zweiten, dann definitiv. Unser X7 hat ein angegebenes Leergewicht von knapp unter 2,5 Tonnen. Das ist also jede Menge Holz, was wir mit uns rumschleppen. Aber auf der anderen Seite haben wir dafür auch den passenden Antrieb. Denn dieser Sechszylinder, der schiebt das Auto ordentlich vorwärts, wenn wir wollen. Trete ich mal durch hier bei 70. Im Normalfahrmodus geht der schon wirklich ordentlich vorwärts. Allerdings muss ich sagen, dass das Auto im Grunde genommen zu was ganz anderem einlädt. Nämlich zum entspannten Cruisen. Das kann er richtig gut. Wir haben hier eine Lenkung an Bord, die ist präzise genug, aber überhaupt nicht nervös. Wir haben ein Bremspedal, das ist sehr gut zu dosieren. Und wir haben vor allen Dingen natürlich auch diesen Motor, der im Zweifelsfall ganz gemütlich vor sich hin blubbert mit so 1,5-2000 Umdrehungen. Den nehmen wir kaum wahr. Und dann haben wir eben das Fahrwerk, das einfach jede Unebenheit schluckt und dafür sorgt, dass wir sehr entspannt unterwegs sind. Darüber hinaus ist es im Auto noch flüsterleise und damit kann man die Fahrt einfach wirklich genießen. Deswegen sage ich ganz ehrlich, auch wenn ich Sportprogramme habe und all diese Dinge, die brauche ich in diesem Fahrzeug überhaupt nicht, denn das große Plus an dem Auto ist, ich kann super entspannt reisen. Wir schauen uns jetzt mal das sogenannte BMW Live Cockpit an, denn das ist dieser große Widescreen, den ich hier vor mir sehe und der besteht aus zwei Teilen, nämlich dem Infotainment und dem eigentlichen digitalen Cockpit. Wenn wir uns das Cockpit anschauen, wir haben hier eine Bildschirmdiagonale von 12,3 Zoll, das ist nicht ungewöhnlich, kennen wir von vielen anderen Herstellern und es bietet uns unterschiedliche Möglichkeiten, die Ansicht auf unsere Bedürfnisse einzustellen. Zum einen habe ich hier die Möglichkeit, in der Mitte die Informationen mir auszusuchen, die ich sehen möchte. Das geht über den sogenannten Content-Bereich. Ich habe jetzt aktuell Informationen zur letzten gefahrenen Strecke. Ich kann aber hier auch reduzieren auf eine reine Geschwindigkeitsanzeige. Ich habe hier die Möglichkeit, eine Augmented Reality-Ansicht zu sehen. Ich kann hier, wenn ich möchte, zum Beispiel auch die Informationen zu den Assistenz- und Sicherheitssystemen sehen. Es gibt hier Informationen zu G-Kräften. Es gibt eine Karte. Es gibt Informationen zu den unterschiedlichen Navigationshinweisen oder aber auch Informationen zum aktuell gewählten Audioprogramm. Also wirklich sehr viel, was ihr machen könnt. Darüber hinaus könnt ihr die Ansicht verändern. Wir haben jetzt so eine Klammer außen, die ist relativ weit gefasst. Ihr könnt die etwas enger fassen lassen. Das wirkt ein bisschen dynamischer oder geht in die andere Richtung und habt ihr eine sehr reduzierte Ansicht. Auch das funktioniert gut. Sicherlich eine, die vielen Leuten gefällt. Wenn wir noch mal einen nach rechts gehen, dann sehen wir hier die Einstellung fürs Head-Up-Display. Dazu gesagt, ihr habt hier die Möglichkeit, viele Inhalte auszuwählen, euch das wirklich so einzustellen, wie ihr euch das wünscht. Und was mir sehr gut gefällt, das Head-Up-Display funktioniert auch für große Menschen. Ihr könnt das so weit runterstellen, dass ihr wirklich die komplette Ansicht nutzen könnt und das System zeigt euch unter anderem nicht nur die aktuell gefahrene Geschwindigkeit oder Hinweise zur Navigation, sondern auch eine Kartenansicht. Und das funktioniert wirklich gut und macht das Autofahren einfach mal leichter. Darüber hinaus haben wir in der Mitte einen 14,9 Zoll großen Touchscreen. Ihr könnt natürlich hier per Touch bedienen. Ihr könnt aber auch in der Mitte diesen Drehdrückregler nutzen mit den Shortcuts, die ihr übrigens hier auch nochmal habt. Und somit könnt ihr sehr schnell auch über die Hand hier unten arbeiten oder eben, wie gesagt, hier im Sichtfeld mit den Händen als Touch bedienen. Wir finden hier in der Übersicht, also im Homescreen, die große Navigation, dann Informationen zum Audiosystem und jetzt hier Informationen zu meinem verbundenen Telefon. Denn was wir mit an Bord haben, ist unter anderem hier im Fahrzeug Apple CarPlay. Und wenn wir da mal reinschauen, dann stellen wir fest, das funktioniert sehr, sehr ordentlich und sauber, ist gut bedienbar, intuitiv, also von daher überhaupt kein Grund, sich zu beschweren. Gehen wir zurück auf den Homescreen, dann sehen wir, wenn wir hier wieder in die Kachelansicht gehen, in der wir gerade eben schon mal waren, es gibt extrem viele Icons und damit Funktionalitäten, die ihr nutzen könnt. Ihr seht hier natürlich aktuell auch alle Apps meines Telefons, die mit BMW harmonisiert wurden. Das heißt, da ist eine relativ große Auswahl. Damit ihr hier schneller das findet, was ihr wollt, gibt es hier die Möglichkeit, sag mal, vorzuselektieren oder eben die Suche zu nutzen. Das funktioniert auch ganz gut, denn unter anderem findet ihr hier auch, und das ist nicht ganz unwichtig, die sogenannten Fahreinstellungen. Dahinter
verbergen sich zum Beispiel auch die Assistenz- und Sicherheitssysteme. Und hier könnt ihr in einzelnen Rubriken tatsächlich das ganze Fahrzeug komplett auf eure Bedürfnisse einstellen, sodass diese Assistenzsysteme genau so arbeiten, wie ihr euch das für eure Fahrt wünscht. Darüber hinaus habt ihr natürlich hier die Möglichkeit, zum Beispiel das ambiente Licht einzustellen. Ihr könnt hier unter anderem, wenn ihr wollt, auch mit dem Mobilgeräte verwalten. Ihr könnt eigentlich das ganze Auto komplett auf eure Bedürfnisse anpassen, sodass ihr hier den Wagen vorfindet, den ihr euch wünscht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das System funktioniert zumindest während meiner Probefahrt einwandfrei, sehr schnell und absolut intuitiv bedienbar. Ich habe nicht einmal ins Handbuch geschaut und von daher finde ich, dass das sehr, sehr gut zu diesem BMW passt, denn für mich hat BMW tatsächlich aktuell eins der besten Systeme am Markt und das macht sich auch in dem X7 wirklich gut. Wir wollten ja mal rausfinden, wie gut sich unser Auto denn so in der Stadt macht und wie praktikabel das alles dann noch ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, fahren wir auch mal in ein Parkhaus, mal gucken, wie das denn da ist. Und das hier ist jetzt keins von den ganz modernen, von den ganz großen. Da rollen wir jetzt auch mal rein. Ich stelle jetzt mal fest, der ist schon mal verdammt hoch. So, da ist die Parkkarte, weiter geht's. Und jetzt stell dir fest, das ist schon ganz schön eng hier. Also richtig viel Platz haben wir hier nicht. Jetzt fahren wir hier rum. Ne, hier geht schon. Jetzt guckt euch bitte mal die Parklücken an. Das machen wir gleich mal. Wir fahren gleich mal in eine Parklücke, um mal zu sehen, wie eng das ist. Aber jetzt hier zum Beispiel. Boah. Es ist schon knapp. Also kann man nicht anders sagen, als dass man hier schon eher mal genau hinschauen muss, wo man lang fährt. Das ist mit dem, sagen wir mal, Golf oder um bei der Marke zu bleiben, im Einser natürlich dann doch schon ein bisschen leichter. Hier ist jetzt ein bisschen Platz, deswegen probieren wir das Thema Parklücke jetzt mal eben aus. Das geht ganz gut, wenn ich die den Rückwärtsgang einlege. So, wir haben jetzt vorwärts reingefahren. Stopp. Ich lege meinen Rückwärtsgang ein. Jetzt kann man hier sehr schön sehen an dem Display, wie knapp das eigentlich ist. Also wenn ich jetzt hier mal rückwärts raus ein Stück rolle, den Wagen mal gerade reinstellen, gucken, wann er piept. Ja, komm schon. Also, das ist schon wirklich eng. Optimal für so ein Parkhaus ist der hier definitiv nicht. Aber wir haben Gott sei Dank die 360-Grad-Kamera an Bord und damit wird es ein bisschen leichter. Nichtsdestotrotz meine Empfehlung, sucht euch eins, wo mehr Platz ist, wo ihr euch vielleicht wohler fühlt oder geht, nimmt den letzten Parkplatz in der Reihe, damit euch keiner das Heck abfährt. Vielleicht funktioniert das dann, aber es ist wirklich schon eng. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar auch hier sagen, dank der Hinterachslenkung funktioniert das auch mit dem um die Kurven kommen. Mit einem Auto von über 5 Meter Länge ohne Hinterachslenkung, da würde ich jetzt vielleicht von diesem Parkhaus absehen. Oder ihr müsst euer Auto halt sehr gut kennen. Aber Spaß kommt dabei keiner auf. So richtig günstig ist der X7 nicht. Die Basisvariante ist das Fahrzeug, das wir fahren und der bietet euch 381 PS aus einem Sechszylinder-Benziner, kostet ab 102.000 Euro. Es gibt einen vergleichbaren Diesel, auch da wieder ein 3 Liter Sechszylinder. Der bietet 352 PS, allerdings kostet der 2.000 Euro mehr als unsere. Das Topmodell, das ist die M-Variante. Hier habt ihr einen Achtzylinder an Bord und da gibt es dann 530 PS maximal, aber der startet auch erst bei über 130.000 Euro. Mit dem Auto in der Stadt unterwegs zu sein, funktioniert im Grunde genommen wirklich gut. Der Wagen ist zwar groß, aber auf der anderen Seite sind unsere Straßen mittlerweile entsprechend ausgebaut, dass die auch mit so einem Fahrzeug klarkommen. Und im Zweifelsfall haben wir viele Assistenzsysteme, die das Ganze nochmals leichter machen. Und damit muss ich sagen, das ist keine große Herausforderung mehr. Vielleicht nichts für ängstliche Fahrer, aber für jeden, der regelmäßig Auto fährt, für den sollte das eigentlich gut funktionieren, auch eben dank der Hinterachslenkung. Wenn wir uns den Kofferraum in dieser Konfiguration anschauen, mit aufgestellter zweiter Sitzreihe, dann haben wir natürlich nicht mehr wirklich viel Ladevolumen über in unserem X7, aber das können wir schnell ändern. Wir nehmen einfach das hier raus und klappen die Rücksitze um. Das geht elektrisch per Knopfdruck. Wichtig hierbei ist noch, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid und habt die dritte Sitzreihe oben, dann solltet ihr auf jeden Fall die Kopfstützen runterklappen, denn ansonsten habt ihr keine gute Sicht nach hinten. Jetzt haben wir aber zum Beispiel schon 750 Liter Ladevolumen, zumindest laut Datenblatt. Und klappt ihr jetzt auch noch die zweite Sitzbank um, dann haben wir hier bis zu 2120 Liter maximal. Und das ist nun wirklich mehr als nur alltagstauglich. Wenn wir uns den Kofferraum im Detail anschauen, stellen wir fest, wir haben hier einen geteilt aufgehenden Kofferraum, nämlich der untere Teil, quasi noch mal als eine Möglichkeit, sich abzustützen. Das macht das Beladen im vorderen Bereich leichter, im hinteren Bereich nicht wirklich. Aber wir haben hier natürlich einen sehr schönen ebenen Übergang. Außerdem, wenn wir hier reinschauen, stellen wir fest, hier drunter
gibt es noch mal ein richtig großes Fach. Unter anderem habt ihr da die Möglichkeit, die Abdeckung des Kofferraums unterzubringen, nämlich immer dann, wenn ihr sie nicht braucht, dank der 7-Sitze. Finde ich persönlich richtig praktisch. Wer mit dem Auto einen Anhänger ziehen möchte, der kann das natürlich. Die maximal gebremste Anhängelast, die beträgt stattliche 3,5 Tonnen. Die maximale Stützlast 140 Kilogramm. Jetzt hier auf einer ebenen Oberfläche auf der Autobahn, selbst bei Tempo 150 hört man eigentlich fast gar nichts. Wir haben ein paar Windgeräusche, das war es aber auch schon. Mehr kriegen wir gar nicht mit. Der Wagen hält schön automatisch die Spur. Einfach nur angenehm, wie gesagt, ideal zum Reisen. Jetzt gehen wir mal runter auf 130 Kilometer pro Stunde, um mal zu schauen, wie das mit dem Geräuschniveau da aussieht. Denn das wäre ja die vorgegebene Geschwindigkeit. Jetzt kommen wir in eine andere Oberfläche, aber auch auf der. Es ist wirklich gut, wirklich nichts zu meckern. Ist ein richtig komfortables Auto, das perfekt ist, auch für lange Strecken, und dem man es wirklich sehr gut aushalten kann. Ich weiß, ich lobe diesen X7 wirklich viel, aber das Auto macht auch sehr, sehr viel richtig. Also gerade wenn wir eben vom Fahren sprechen. Die Assistenzsysteme funktionieren sauber und unauffällig. Das Auto ist ruhig, nicht nur vom Geräuschniveau her, sondern auch vom Fahrwerk. Also insgesamt einfach ein sehr gelungenes Paket, das, glaube ich, jeder zu schätzen weiß, der öfter mal längere Strecken fahren darf. Wichtiges Thema in der Stadt ist natürlich auch das Parken. Genau das wollen wir jetzt mal ausprobieren, ob das Auto das auch kann. Wir haben hier so eine schöne Parklücke gefunden. Jetzt lasse ich ihn einfach mal dran vorbeirollen und frage ihn jetzt mal, ob er vielleicht möchte, dass wir hier einparken. Da kommt der Hinweis, rückwärts einparken starten. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich mache gar nichts. Ich lasse den Wagen einfach mal parken. Er zeigt schön diesen Parkspot auch an, in den er rein will. Es ist so ein bisschen ungewohnt, hier nichts zu tun, aber aktuell macht er das eigentlich ganz ordentlich. So, jetzt fährt er vorwärts, ja, wendet, fährt vorwärts und ja, das Auto, würde ich mal sagen, steht. Das ist ganz ordentlich, oder? Und das gleiche gibt es im Auspacken übrigens auch wieder. Ich sage ihm einfach mal starten und Bremse treten. Er setzt zurück. Und schlägt ein. So, und jetzt kann ich übernehmen. Einfach rausfahren. Ja, also ganz im Ernst, Parkplatzsuche mit dem Auto ist jetzt kein großes Problem mehr. In den Türen hier vorne auf der Fahrer- und Beifahrerseite finde ich wirklich recht große Ablagefächer. Die sind im vorderen Bereich noch mal breiter, sodass da auch große Flaschen reinpassen. Darüber hinaus habe ich links unterm Lenkrad ein Fach, das ich öffnen kann. Auch da ist noch mal ein bisschen zusätzlicher Stauraum zu finden. In der Mittelkonsole habe ich vorne ein Fach, das ich aufmachen kann. Darunter befindet sich zum einen das induktive Laden, zum anderen aber auch zwei Becherhalter. Die kann ich übrigens bei mir kühlen und auch heizen. Finde ich persönlich super praktisch. Und dann gibt es ja auch noch USB-Anschlüsse. Gehe ich dann weiter zurück, dann habe ich hier die Mittelarmlehne, die ist nicht verstellbar, aber geteilt aufklappbar. Und darunter gibt es nochmal ein wirklich großes Fach und auch wieder Anschlüsse zum Laden von mobilen Geräten. Dann habe ich hier vorne noch ein vernünftig dimensioniertes Handschuhfach. Und wenn ich dann auf die Rückbank schaue, dann finde ich da nicht nur Ablagen in den Türen und zwei Becherhalter in der runterklappbaren Mittelarmlehne, sondern auch nochmal hier auf der Rückseite meiner Mittelkonsole zusätzliche Anschlüsse für Mobilgeräte, sodass auch die Passagiere im Fond ihre Geräte laden können. Das war der ADAC-Fahrbericht zum BMW X7 xDrive 40i. Und ich finde tatsächlich, dass dieses Auto von außen gelungen ist. Mir gefällt die Form, mir gefällt hier auch die Farbe. Und ich finde, gerade die Front passt hier einfach deutlich besser als zum Beispiel beim i7. Und daher finde ich tatsächlich, der kommt als ehrliches, großes SUV daher. Schauen wir ins Auto rein, dann finden wir, wie erwartet, tolle Materialien. Wir finden eine sehr gute Verarbeitung, finden eine wirklich umfangreiche Basisausstattung, viele Assistenz- und Sicherheitssysteme und natürlich auch richtig viel Platz. Das gilt eigentlich für jede Sitzreihe. Das Fahren mit dem Auto macht richtig Spaß, und das, obwohl wir die kleinste Motorisierung fahren, aber wir haben trotzdem Leistung satt. Wir haben den Allradantrieb an Bord und man kann mit dem Auto großartig cruisen. Er bietet wirklich richtig viel Komfort, ist super leise, macht einfach nur Spaß, und auch die Verbrauchswerte halten sich, wie ich finde, absolut in Grenzen. Das Haar in der Suppe ist ganz klar der Preis, denn die Basis unseres Autos startet bei knapp über 100.000 Euro. Unser Testwagen mit der Sonderausstattung an Bord kostet sogar rund 125.000 Euro. Also wirklich absolut kein Schnäppchen mehr, aber dafür kriegt ihr wirklich das extra an Komfort, das extra an Luxus, das extra an Fahrspaß und Platz. Und deswegen, wenn ihr so ein großes Auto sucht und ihr bezahlen könnt,
würde ich ihn auf jeden Fall mal Probe fahren. Mich würde es sehr freuen, wenn euch das Format gefällt. Und wenn das so ist, lasst bitte gerne ein Abo und oder ein Like da. Habt ihr noch Fragen zum Auto? Dann schreibt bitte einfach einen Kommentar oder schaut euch um auf adac.de, denn da gibt es Infos zu fast allen Fahrzeugen.